Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich bei uns extrem wichtig, insbesondere der ökologische Part, auf den wir uns konzentrieren auch. Wir haben natürlich als Logistiker eine große Verantwortung, weil wir viel CO2 verursachen. Das wissen wir, deswegen haben wir das auch für uns klar erkannt, auch schon seit 2008 erkannt, dass wir hier CO2 reduzieren müssen. Und das machen wir auch kontinuierlich. Wir befinden uns auf einer Reise. Wir sind, glaube ich, schon viele Milestones haben wir erreicht. Wir haben schon viele Erfolge erzielt, aber wir haben auch noch einen ordentlichen Weg zu gehen. Das heißt, das Greifbarste, was wir halt aktuell machen, ist insbesondere, was wahrscheinlich auch für viele Leute greifbar ist, das Thema Zustellung, wo wir die gesamte Flotte nach und nach elektrifizieren wollen. Wir sind jetzt schon bei ca. 50%. Was bedeutet 50%? Also ca. 30.000 Fahrzeuge in Deutschland sind schon elektrifiziert. Das möchten wir noch weiter ausbauen, weil das für uns natürlich auch genau das Kerngebiet ist, wo wir in die Städte reinfahren. Da möchten wir weniger CO2 verursachen und da möchten wir unseren Anteil dementsprechend auch für leisten. Und das werden wir konsequent auch weitermachen. Zusätzlich haben wir neben der Zustellung auch das Thema Transport. Das sind die LKWs, die man dann quasi auf der Autobahn sieht, die halt die lange Distanz fahren. Hier sind wir dabei, jetzt auch nach und nach auf neue Technologien zu setzen. Momentan ist der Fokus auf Biogas-LKWs. Da haben wir ca. 460 schon in der Flotte bei uns, wo wir als auch kontinuierlich das umstellen werden. Und das bedeutet für uns aber auch gleichzeitig einmal die Technik, die LKWs zu kaufen, aber auch die Infrastruktur damit einherzugehen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass diese Fahrzeuge laden können, dass sie immer laden können, dass wir genug Treibstoff zur Verfügung haben, weil wir sind natürlich ein Unternehmen, was unheimlich viel Menge durchschleust, den ganzen Tag über, das ganze Jahr über, viele Briefe, viele Pakete. Und da darf der Betriebsablauf nicht gestört werden. Und deswegen müssen wir gucken, wenn wir neue Techniken anwenden im Transportbereich, dass das einen reibungslosen Ablauf weiterhin garantiert. Und deswegen ist das Gesamtkonzept für uns halt wichtig für diese Techniken. Momentan haben wir Biogas für uns identifiziert, was betriebswirtschaftlich Sinn macht, was aber auch dementsprechend jetzt im Ablauf gut reinpasst. Wir haben eigene Ladeinfrastrukturen geschaffen, wo wir eigene Tankstellen aufgebaut haben. Aber auch genau im Transportbereich, müssen wir auch offen sagen, haben wir noch viele Themen, die wir testen. Das heißt, wir testen momentan verschiedene Antriebe, verschiedene Techniken im Transportbereich, gerade im Schwerlasttransport. Was ist da die Zukunft? Wir haben Wasserstoff-LKWs, die wir testen. Wir haben Oberleitungs-LKWs, die wir testen. Wir haben natürlich auch ersten Elektro-LKWs in Berlin, aktuell 14 Stück am Laufen. Das sind alles Techniken, die sind sehr vielversprechend, kosten aber auch Geld. Wir brauchen die Infrastruktur, die ich eben gesagt habe. Wir müssen das Gesamtkonzept halt im Blick halten. Und da gibt es verschiedene Sachen, die wir halt testen und variieren. Und es wird sicherlich ein Mix an Technologien bis 2030 sein, den wir verwenden werden, um halt unser Ziel, unsere Reise weiter zu gestalten. 2030, 30%, 2050 dann annähernd auf null Emissionen zu kommen. Das ist bei uns im Fokus und damit beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus. Um die Frage nochmal aufzugreifen, das Thema Nachhaltigkeit hat eine extrem hohe Priorität bei uns. Wir sehen das als das entscheidendste Instrument in der Zukunft, um zukunftsorientiert aufgestellt zu sein, unserer Verantwortung auch gerecht zu werden.